Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönicht. Ich möchte Ihnen heute dieses Kindersachbuch von Bärbel Aufdring vorstellen. Es heißt Ebbe und Flut und ist jetzt im Sommer 2015 im Willegoos Verlag erschienen. Bärbel Aufdring hat sich als Biologin schon viel mit Naturthemen in Büchern für Kinder beschäftigt. Und man sieht schon an diesem modernen frischen Cover, also dieses Holzboot hier von der Welle an den Strand gespült wird und diesen drei kleinen Bildern, um was es geht. Sie widmet sich dem Thema Gezeiten. So sieht die Rückseite aus. Sie widmet sich dem Thema Gezeiten an der Nordsee und geht das Thema in circa, also ja, 46 Seiten an, also sie steigt mit so einem kleinen Fragequiz ein und dann wird auf so einer Doppelseite immer erklärt, was Gezeiten sind, wie die Menschen damit umgehen, wie, welche Tiere in diesem Lebensraum wohnen, welche Pflanzen es gibt. Was die Ursachen sind, also sie fängt ja immer vom Großen an und geht dann immer ins Kleinere, also von großen Gezeiten, wie sie entstehen, wo es überall Gezeiten gibt, dann was ein Gezeitenkalender ist, über die Nordsee und dann in die kleineren Details. Die Texte sind klar formuliert. Es gibt immer so gleich daneben in solchen Infoboxen Begriffe definiert. Es gibt ganz viele Abbildungen oder wie hier so eine Karte. Die Fotos sind wirklich gut ausgewählt. Also wir können das mal hier hinten bei den Vögeln zum Beispiel sehen. Also immer zudem werden eine Handvoll Vögel vorgestellt, die da am Ufer an der Nordseeküste leben und so. Und das Foto von ist wirklich prägnant ausgewählt. Also man erkennt, um welchen Vogel es sich handelt. Und das ist eben auch jetzt hier bei den anderen Bildern wie hier oben. Das sind wir eben durch eine Nummerierung und da findet man sich wirklich gut zurecht. Durch diese Grafiken hier und durch diese kleinen Bilder und durch ja, diesen wird das Ganze sehr aufgelockert, aber es ist wirklich der Text fundiert, sehr informativ, aber so erhalten die Kinder auch einen guten Zugang, einen leichten, unterhaltsamen Zugang. Und da ist immer so eine Doppelseite, es ist auch nicht zu viel, also das Buch ist für Kinder ab 6 Jahre geeignet und so 7, 8 Jahre, ich denke, das ist eine gute Zielgruppe, dass können die immer wieder lesen und sich mitnehmen und man merkt einfach sowohl von der Autorin als auch seitens des Verlages, wie viel bei dem Konzept durchdacht wurde, wie lange daran getüftelt wurde und mit wie viel Liebe und zu den Details, zu den Texten, zu der Bildauswahl und auch zu den Sätzen, zum Layouten, wie viel Liebe und Kenntnis da und Engagement reingesteckt wurde. Es ist eine Hardcover-Ausgabe. Es ist wirklich qualitätsvoll. Es ist gut gemacht, wie Sie gesehen haben. Der Willegoos Verlag setzt auf nachhaltiges Drucken. Also es wird in Deutschland hergestellt. Dann auf Recyclepapier. Dann mineralölfreie Farbe genommen, keine Folien verwendet und so weiter. Witzig finde ich immer so kleine Sachen wie hier. Ja, wo bleibt sie denn? Das ist schon versteckt immer solche kleinen Witze, das ist ganz lustig. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es, wie gesagt, bestens informiert. Die Kinder nicht erschlägt mit Texten, sondern die können mal wieder mal ein bisschen was lesen. Die Aufmachung ist qualitätsvoll und es
verbreitet sofort schon von diesem Bild her, mit dieser Frische und ja, diesen ja, schönen Zugang und ein bisschen was anderes, nicht so eingestaubt, sehr viel Urlaubsgefühl. Ich empfehle es sehr gerne, es kostet 16,90 €, hat ja, so diese 48 Seiten umfangen. Also definitiv ein wunderbares Kindersachbuch und von Aufträgen von Ebbe und Flut. Und die ausführliche Rezension verlinke ich wieder in der Infobox. Wir haben ja so ein bisschen mal reingeschnuppert in das Buch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit diesem oder mit einem anderen Kinderbuch und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ihre Wenke Bönisch.